Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Ja, heute mal ein ganz anderes Thema. Mein Leben dreht sich nicht nur um Wachs, nein. Ich mag ja auch so Beauty- und Pflegesachen. Darum, wie ihr im Titel sehen könnt, zeige ich euch heute meinen letzten DM-Haul. Ja, was ist der DM, für die, die das nicht kennen aus der Schweiz? Das ist ein sehr bekannter Drogeriemarkt aus Deutschland, wie bei uns der Müller sozusagen. Und ja, ich kenne den DM schon seit ein paar Jahren, ich liebe ihn. Und wenn ich mal Zeit habe und bei meinen Eltern bin, gehe ich einmal schnell über die Grenze und lasse einiges mitgehen. Ja, ich lege gerade los. Ich hoffe, der ein oder andere von euch interessiert es, auch wenn es mal eben ein anderes Thema ist. Ich werde es ja spätestens sehen, wenn ich dann das Video hochgeladen habe. Ja, wenn es euch nicht so interessiert, werde ich denn da in Zukunft einfach nicht mehr machen. Gut, ich nehme jetzt da kreuz quer aus dieser Tüte raus. Das erste ist etwas, das ich demnächst wieder brauchen werde, nämlich Haarfarbe. Ich muss meinen Ansatz wieder nachfärben, ja, es ist Zeit. Und zwar habe ich da von Schwarzkopf Brillanz die Farbe 896, schwarz-rot. Die habe ich jetzt schon zum dritten Mal. Bin sehr zufrieden. Die Farbe gefällt mir auch, aber wie gesagt, sie ist auch nicht so wichtig für mich, weil ich verwende sie nur für meinen Ansatz. Dann habe ich ganz süß gefunden, so Servietten, so kleinere, grau-weiß mit 5 Sternen und es steht drauf Sterneküche. Ja, das ist einfach witzig, darum habe ich es mitgenommen. Dann habe ich von Ebelin, das ist die Marke, die Hausmarke von DM, einen Pinsel mitgenommen und zwar ein Präzisions-Lidschattenpinsel. Der sieht so aus. Ja, mal schauen, wie der ist. Dann, für wenn ich einmal unterwegs bin, Listerine Mundspülung. Die ist sehr scharf, aber sehr effektiv. Und eben, wenn man mal eine Woche dann weg ist oder so, finde ich da eine sehr gute Größe. Dann habe ich von Ebelin nochmal einen Pinsel genommen. Und zwar der Blenderpinsel. Das ist so ein bisschen größer, ein fluffiger Pinsel. Da haben auch schon einige YouTuber Gutes drüber gesagt. Darum habe ich gedacht, ich probiere den mal, weil preismäßig sind die echt gut. Dann ein Produkt oder eine Marke, die es glaube ich noch nicht so lange im DM gibt, ist EOS, die heiß begehrten Lip Balms aus den USA. Ja, ich habe die Verpackung nicht mehr, ich habe mir da den Erdbeerduft genommen. Ich finde jetzt die Eiform nicht so gut oder speziell. Ich finde die normalen Formen besser. Der Duft ist sehr lecker, so eher ein spritziges Erdbeerdüftchen. Sozusagen. Über die Pflege kann ich euch noch nichts sagen, weil auf der Lippe habe ich noch nicht gehabt. Aber ja, Lippenpomaden kaufe ich mir auch immer unterschiedliche, darum ja, bin ich da nicht so wählerisch. Den Mascara, den ich mir immer wieder nachkaufe, ist, die kennen bestimmt alle, von Essence, die I Love Extreme, die schwarz. Ja, ich verwende immer zwei verschiedene für meine oberen Wimpern. Die kommt immer jedes Mal als zweite Schicht drüber. Dann habe ich gedacht, ich muss mein Gesicht wieder mal ein bisschen mehr pflegen. Darum habe ich mir wieder mal ein Waschgel gekauft. Und zwar von Neutrogena. Das ist Pink Grapefruit tägliches Waschgel. Ja, Neutrogena eher ein bisschen eine teurere Marke, aber ich habe von dieser Marke auch schon mal so ein Peeling gehabt, das auch gut war. Darum, ja, habe ich gedacht, ich nehme die mal mit. Da steht, hilft Pickel und Mitesser zu entfernen. Mal schauen, wie es ist. Dann, ja, habe ich schnell gezögert, ob ich das nehmen soll oder nicht, weil eigentlich habe ich nicht vorgehabt, zum Dusch Gel kaufen, weil ich noch einige habe, aber ich habe den Duft gesehen und ja, es hätte müssen sein. Und zwar ist das Tasty Donut from Bilou. Ja, anscheinend ist das von der, wie heißt die YouTuberin, eine von der bekanntesten von Deutschland, Bibis Beauty Palace oder so. Also ich kenne sie, aber ich verfolge sie nicht. Ja, mir ist wurscht, wer das gemacht hat. Hauptsache, der Duft ist gut und das Produkt ist gut und ja. Also ich meinte, das sollte eine Mischung sein aus Donut und Erdbeere, wenn ich mich nicht täusche. Genau, duftet nach frisch gebackenem Donut und fruchtigem Erdbeerzuckerguss und ja,
Das musste ich einfach mitnehmen. Dann etwas, das ich all wieder nachkaufe, ein All-Time-Favorite von mir, kann man so sagen, ist von der Eigenmarke Balea der Trended Up verlockende Smooth. Das ist Limited Edition Crazy Vanilla. Der Duft finde ich schrecklich. Ich hoffe, der Alt kommt bald zurück. Aber ja, ich habe ja von Natur aus so lockige, wellige Haare und ich tue ja meine Haare einmal nicht föhnen. Ich tue es nach dem Waschen, tue ich den Schaum rein und dann, ja, jetzt gar nicht, aber sonst kommen eigentlich meine Lockenwellen super mit dem raus. Das ist ein super Preis, darum kaufe ich eigentlich immer nur noch den Haarschaum. Dann habe ich von Alverde, das ist Naturkosmetik, eine Lidschattenbase gekauft, das erste Mal. Ja, ich habe ja eine grosse Make-up-Sammlung, aber gewisse Sachen habe ich nicht so viel auf Vorrat. Ich habe, ja, die von Essence ist jetzt leer gegangen, darum habe ich mal gedacht, ich probiere jetzt die mal. Habe aber auch noch eine von Kiko bestellt, die ist schon da und habe ich schon probiert. Und ich muss sagen, die von Kiko ist sensationell. Die hält den ganzen Tag. Ja, mal schauen, wie die von Alverde ist. Dann habe ich mir für die Haare noch gekauft, die Invisibobble für die Haare. Ich finde die super, ich habe die schon in schwarz und eben, ich habe schweres Haar und ich finde die wirklich besser als normale Haargummis. Ich habe, ja, glaube nur die schwarze und habe gedacht, komm, ich nehme mal noch was Farbiges. Darum habe ich mir da die korallfarbigen und die pinkigen noch gekauft. Den Augen-Make-up-Entferner. Am liebsten verwende ich die Pads von Balea, die ölfreien, in dem blauen Schächteli. Aber die letzten paar Wochen habe ich das Gefühl, ich brauche jetzt mehr wie früher. Also zwei Pads reichen mir eigentlich nicht mehr. Und darum habe ich mir jetzt einfach mal einen flüssigen Make-up-Entferner noch gekauft. Ich habe jetzt spontan den von Maybelline Jade genommen. Speziell Waterproof, den ich eigentlich nicht brauche, weil ich bräuchte, weil ich keine wasserfeste Mascara habe. Ja, so eine Zwei-Phasen-Ding. Ich denke, mal schauen, wie der wird. So, dann habe ich genau etwas, was ich auch schon lange gesucht habe bei jeglicher Marke. Bei verschiedenen Marken. Ich hatte von P2 so einen Make-up-Korrekturstift, den ich abgöttisch liebe. Und den gibt es aber nicht mehr im Sortiment. Und eben darum habe ich lange nach einer Alternative gesucht. Und das letzte Mal habe ich endlich bei Alverde den Stift entdeckt. Eben, der heisst auch Make-up-Korrekturstift. Und ich bin so glücklich. Das ist mit so einer spitzen Mine. Und ja, ich brauche den fast tagtäglich, hauptsächlich für meine Augenwimpern unten, wenn ich Mascara drauf tue und ein bisschen verschmiere oder so. Oder allgemein, wenn man dann ein bisschen Mascara raufkommt, ein Pünktchen zum Entfernen. Also für so kleine Details ist der super zum Reinigen und ich bin so froh, habe ich eben eine Alternative zu dem P2 gefunden. Dann habe ich mir einen Nagellack gekauft. DM hat seit einer Weile noch eine zweite Beauty-Marke rausgebracht, Trended Up, die ist noch billiger als P2. Und da habe ich mir so einen Holo Dimension Nagellack ausgesucht, oder gekauft, besser gesagt. Weil ich den einfach sehr interessant finde. Der ist so brünlich, grün, goldig, je nach Lichtreflexion. Erinnere mich ein bisschen an Club von MAC, den Lidschatten. Ja, ich habe aber glaube noch keinen so holographischen in meinem Make-up-Sortiment, Nagellack-Sortiment, darum ja, habe ich den gekauft und der ist glaub, wirklich auch nicht so teuer gewesen. Dann habe ich auch wieder mal ein Puder gebraucht, weil ich habe jetzt mein letztes bin ich am aufbrauchen. Da bin ich eigentlich nicht so wählerisch, weil da benutze ich hauptsächlich, um meine Lidschattenbase ein bisschen fixieren, um meine Augenbrauen fixieren, ein bisschen mattieren, also für nichts Spezielles. Und da hat P2 gerade so eine LE gehabt, da hat es noch eine gehabt. Mittlerweile ist schon wieder eine andere LE. Das ist En Vogue Compact Puder in der Farbe 020 Opulent. Finde Verpackung noch süß. Ja, ganz normales Puder, nichts Spezielles. So, wir haben es gleich geschafft. Genau, dann habe ich nochmal eine Mascara gekauft, auch wieder von Essence. Und die habe ich glaube auch schon zum zweiten Mal noch gekauft, die Lash Princess Volume Mascara. Ich habe momentan die mintfarbige von der in Gebrauch und finde die mintfarbig fast noch besser.
Aber bei dieser ist noch das Gute, die kann man auch gut verwenden für die unteren Wimpern. Darum ja, haben wir die auch nochmal nachgekauft. So, und dann aus der gleichen LE wie hier der Kompaktpuder habe ich mir auch einen Nagellack gekauft, weil ich die Farbe einfach sehr schön gefunden habe. Weil, ja, ich habe eigentlich nur Nagellack und würde nicht mehr groß kaufen, aber ja, ich habe die Farbe so schön gefunden. Die LE hat, glaube ich, Fabulous Beauty Gala geheissen und die Farbe, die ich mir hier genommen habe, ist das 010 Sensual Red. Ja, ein bisschen ein dunkles Rot mit einem leichten Fuchsia-Einschlag. Ich habe eher mehr so grelle Rottöne sonst, darum, ja, ich habe mal so etwas Dunkles wollen. Ich habe ihn schon mal getragen, sehr schöne Farbe. Ja, wegen dem Splittern. Bei mir splittert fast jeder Nagellack schnell ab, darum, ja. Aber wirklich sehr schöne Farbe. So, und dann kommen wir auch zum letzten Produkt und das ist mein Highlight. Ja, mittlerweile wissen das glaube ich auch alle. DM hat einen heiß begehrten Duft wieder retourgebracht in verschiedenen Variationen. Und zwar ist das Zuckerschnute. Die ist vor 2, wenn nicht sogar 3 Jahren, ist das so eine Limited Edition gewesen. Und ich habe jetzt noch von dieser Limited Edition Bodycreme, ich habe mir dort so 3 Behälter gekauft. Ich habe auch noch den Deo-Roller, weil den habe ich nie benutzt, aber eben zum dran schmücken. Ein sensationeller Duft und ja, sie haben beschlossen, um den wieder ins Sortiment zu bringen und Gott sei Dank nicht limitiert, sondern standardmäßig. Jetzt gibt es glaube ich mittlerweile ein Duschgel, Bodyspray, Zeug und Sachen. Dort, wo ich im DM war, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, ist zuerst mal hat es nur das Geschenkset gegeben, also nur. Ich bin ja mega happy gewesen, ja, und da haben wir natürlich mitgenommen. Das ist, da ist drin ein Duschgel, eine Badekugel und ein Bodysoufflé. Ja, und da hat einfach mir ein Mikro. Und weil ich da noch nicht gewusst habe, wenn die restlichen Standardprodukte ins Sortiment kommen, das habe ich gemacht. Ich habe mir gerade noch ein zweites Set gesichert, weil ich liebe den Duft abgöttisch. Das ist irgendeine Mischung aus Vanille und Zitrone. Geht eindeutig, finde ich, in die Foodie-Richtung, nicht so frisch. Und ja, es erinnert mich immer ein bisschen an die Tiramisu-Creme, die ich mache. Eben eine Mischung aus Mascarpone und Zitronenschale. Also wunder, wunderbarer Duft. Wenn ihr den wirklich noch nicht kennt, schmeckt mal dran. Also ich finde den Duft sensationell. Und eben wird mir dann garantiert noch den Bodyspray holen. Den wahrscheinlich, wenn dann die Duschgels aufgebraucht sind, auch noch Duschgel und ja, mal schauen, was es sonst noch in dem Duft gibt. Ja, meine Lieben, das wäre also mein letzter DM-Haul gewesen. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen und wir sehen uns garantiert gleich wieder. Den wahrscheinlich ziemlich sicher mit einem Wachshaul und ja, macht's gut und tschüss zusammen.